Auch wenn dieser Satz erstmal unlogisch klingen mag, du solltest dir keinen großen Monitor kaufen. Und in diesem Video erkläre ich auch, warum das so ist. Und um das zu verstehen, müssen wir erstmal herausfinden, welche Standard-Monitor-Auflösung es so gibt. Wir gehen jetzt mal nur auf 16:9 Monitore ein, also das Seitenverhältnis, wie lang ein Monitor ist im Verhältnis zu wie hoch er quasi ist. Und das ist auch das Verhältnis, was dieses Video hier hat, das ist das Standardverhältnis. Es gibt noch andere Sachen, aber wir gehen erstmal nur auf das Standardseitenverhältnis ein. Also, es gibt erstmal die Standardauflösung Full HD, also 1920 in der Breite und 1080 in der Höhe. Das ist so das Niedrigste, was an Monitoren so aktuell verkauft wird, also eigentlich die Baseline-Monitore. Dann gibt es die Auflösung QHD, auch Quad HD, mit einer Auflösung von 2560 auf 1040 Pixeln, also schon doppelt so viel wie Full HD. Und darüber gibt es dann noch 4K mit einer Auflösung von 3840 auf 2160 Pixeln. Das sind so erstmal die Standard-Monitor-Auflösungen. Und dann gibt es natürlich noch die Monitorgrößen. Da gibt es eigentlich mehrere Größen. Es gibt alles von 20 bis 32 Zoll so, aber die Standardgrößen sind da 20, 22, 24, 27 und 32 Zoll. Und das Problem, was ich in diesem Video hier erklären möchte, ist, dass ein Full-HD-Monitor mit 20 Zoll genauso viele Pixel hat wie ein 32-Zoll-Monitor mit Full-HD-Auflösung. Und das ist gar nicht so leicht zu erklären. Also, ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Ihr wollt euch einen 27-Zoll-Full-HD-Monitor kaufen. Dann hat dieser Monitor erstmal eine PPI-Anzahl, also Pixel per Inch, von 81. Und das Ganze scheint erstmal besser zu wirken als ein kleinerer Full-HD-Monitor, weil ihr ja erstmal einen größeren Monitor habt. Das Problem an der Sache ist jetzt, wenn ihr beispielsweise ein Programm öffnen wollt und das Fenster davon mindestens eine Größe von 1000 auf 1000 Pixeln haben muss, dass immer noch quasi die Hälfte von eurem Monitor und die quasi gesamte Höhe eingenommen wird. Und das ist völlig egal, ob dieser Monitor 20 Zoll oder 27 Zoll groß ist. Und das ist quasi auch schon das Problem daran. Also ihr kriegt zwar mehr Platz, aber dadurch, dass es die gleiche Auflösung hat, skaliert das euer Computer nicht anders hin. Also ihr habt digital gesehen nicht mehr Platz, dass ihr mehrere Programme nebeneinander machen könnt, weil die ganzen Bars und alles nicht kleiner werden, weil es ja immer noch die gleiche Auflösung ist. Und ein weiteres Problem an der Sache ist, die Pixel werden nicht nur größer, sondern liegen auch weiter auseinander. Und das zerstört natürlich immer mehr die Illusion davon, dass man ein flüssiges Bild anschaut und bringt einen mehr dazu, jeden einzelnen Pixel zu sehen. Diese Auflösung, wo man nur noch ein flüssiges Bild erkennen kann und keine einzelnen Pixel mehr, nennt man übrigens Retina. Diesen Begriff hat man wahrscheinlich bei der ein oder anderen Apple-Produkt schon gehört. Und Retina sagt eigentlich, bei welchem Abstand man bei welcher PPI-Anzahl noch einzelne Pixel erkennen kann oder das Ganze eben zu einem scharfen Bild wird. Und ich habe es eben schon gesagt, dieser 27 Zoll Full-HD-Monitor hätte eben eine Pixel-per-Inch-Anzahl von 81. Und das ist eigentlich gar nicht mal so viel. Ich werde das gleich nochmal veranschaulichen, aber ich persönlich finde Monitore angenehm ab einer Pixelanzahl von so circa 90 bis 100 ppi. Und das würde in diesem Fall bedeuten, dass ihr lieber einen 24 Zoll Full HD Monitor kaufen solltet, der dafür mehr Pixel auf kleinerem Raum hat, als einen größeren Monitor. Und 24 Zoll ist natürlich jetzt nicht so groß, da spreche ich nachher gleich auch nochmal drüber, aber das ist erstmal so das Wichtigste zu verstehen. Ein größerer Monitor resultiert nicht in einer größeren Arbeitsfläche auf eurem Computer. Und das zeige ich euch jetzt auch nochmal in der Praxis. Das hier ist jetzt ein 22 Zoll Monitor und ich minimiere mal das Fenster so klein wie es geht, das ist das Schnittprogramm jetzt. Und ihr seht, das nimmt so, keine Ahnung, die Hälfte vom Bildschirm ungefähr ein. Wenn ich das jetzt aber auf diesen Monitor hier ziehe, nimmt es genauso viel Platz ein, obwohl der Monitor viel größer ist. Und jetzt zeige ich euch auch nochmal, wie das mit den PPI nachher in der Praxis aussieht. Also das hier wäre jetzt ein Quadratinch auf dem 27 Zoll Full HD Monitor. Und das Ganze sieht natürlich jetzt eher nach Pixelmatsche als wirklich nach einem Bild aus, aber ihr könnt schon so ein bisschen die Größe der einzelnen Pixel erkennen. Und jetzt mache ich das gleiche auf einem 22 Zoll Full HD Monitor.
Und ihr seht schon, nicht nur, dass die Pixel kleiner sind, die Pixel liegen auch näher beieinander und das Bild ist deutlich klarer zu erkennen. Und das Ganze macht natürlich Sinn, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass dieser Monitor natürlich auf diesem einen Zoll mehr Pixel hat. Es macht natürlich Sinn, wenn man weiß, dass dieser Monitor eine PPI-Anzahl von 100 hat, also für mich persönlich ein ziemlich scharfes Bild liefert. Ich mag diesen Monitor von der Qualität her wirklich gerne. Ich denke mal, hier konnte man den Unterschied schon ganz gut sehen. Aber was kann man denn jetzt machen, wenn man einen größeren Monitor für sein Setup braucht oder haben möchte? Denn 24 Zoll ist schon gar nicht mal so groß. Also, das Einzige, was ich euch hier empfehlen kann, ist, wenn ihr einen 27 bzw. 32 Zoll Monitor euch kaufen wollt, schaut nach, ob ihr irgendwo für einen halbwegs anständigen Preis, vielleicht gebraucht, vielleicht refurbished, einen QHD-Monitor kriegen wollt. Denn Text sieht auf diesem Monitor halt wirklich nicht gut aus mit 27 Zoll. Und falls euch das nicht stört, könnt ihr das natürlich trotzdem machen, aber es bringt euch halt auch digital gesehen nicht mehr Platz. Und um euch die Sache mit der Blickdistanz nochmal zu erklären, das hier ist ein iPhone und dieses iPhone hat die Auflösung von 2778 auf 1284 Pixeln bei einer Bildschirmdiagonale von 6,68 Zoll. Also somit eine PPI von 458. Und das Ganze liegt nur daran, dass man ein Handy deutlich dichter betrachtet als beispielsweise einen Monitor. Und das ist natürlich auch der Grund dafür, warum Fernseher nicht so eine hohe PPI brauchen wie Monitore und Monitore nicht so eine hohe wie Handys. Aber natürlich hat das mit der Schärfe, wie gut euer Bild aussieht von euren Monitoren, auch etwas mit der Distanz zu tun. Also ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich konnte euch weiterhelfen. Falls ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare oder für ausführlichere Fragen und Antworten auf den Discord-Server schauen. Erster Link in der Beschreibung. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, das würde dem Kanal sehr helfen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.